der Hammer. Du hast doch immer was mit mehreren gleichzeitig laufen. Du hast die ganze Mannschaft durch. Und auch die Ersatzbank. Hollywood-Darling Cameron Diaz spielt in Die Schadenfreundinnen eine taffe Anwältin, die sich nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt. Doch ein Date ändert alles. Da trifft sie diesen Mann. Sie beginnen eine Beziehung. Carly glaubt, das könnte tatsächlich etwas Besonderes sein und verliebt sich in ihn. Hey, was ist los? Die Haushälterin hat angerufen. Im Bad ist ein Rohr geplatzt. Also fährst du jetzt nach Connecticut? Ich muss dich leider vertrösten. Ich wollte zu Mark. Sie müssen seine Haushälterin sein. Nein, ich bin seine Frau, Kate. Sind Sie so eine Art strippende Klempnerin oder so? Kate lebt in einer Art Blase. Sie tut alles, um ihren Mann zu unterstützen. Als sie herausfindet, dass er sie betrügt, bricht ihre heile Welt zusammen. Es ist so ein Schock. Und sie sucht verzweifelt nach Antworten und Hilfe. Alles, woran sie denken kann, ist die Geliebte. Ist das Ihr Ernst? Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen essen. Wenn ich sie reinlasse, trinken wir keine Kosmos und flechten noch keine Zöpfe. Wenn jemand deinen Witz nicht versteht, liegt er da und verkümmert. Aber sie versteht meinen Humor. Leslie, ich bin so stolz, ihren Gegenpol spielen zu dürfen, denn sie ist unfassbar talentiert. Ich kann einfach mit Frauen wie dir nicht mithalten. Wir wurden beide vom selben Typen verarscht. Tequila oder lieber Wodka? Weißt du, ich soll ihn verlassen? Was sagt dein Bauchgefühl? Oh Gott! Die geilste Nacht meines Lebens! Das ist so schön. Ihre Freundschaft ist kaum zu glauben, aber sie gehört zu den stärksten Aspekten des Drehbuchs. Zusammen finden sie eine dritte Geliebte, die auch keine Ahnung hat. Er trifft sich mit jemandem! Dann betrügt er uns beide. Ich bin's nämlich nicht. Oh Mann! Was machst du da? Was ist denn hier los? Hi. Amber ist ein Freigeist und definitiv ein wenig naiv. Carly und Kate trösten sie. Ich kann einfach nicht glauben, dass er lügt. Du riechst unglaublich gut. Was ist das? Ich schätze einfach nur Schweiß. Die Frauen tun sich zusammen, um sich an Mark zu rächen und ihn bloßzustellen. Ich dachte, du fütterst ihn mit Hormonen. Tu ich auch. Genug für eine Geschlechtsumwandlung. Ich sehe aus, als bräuchte ich einen BH. Ich denke, du erreichst gerade die Manopause. Manopause? Aha, ist ja ein wenig... Die drei Racheengel sind los. Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton zeigen sich von ihrer besten Seite und machen Die Schadenfreundinnen zum perfekten Film für einen witzigen und unvergesslichen Mädelsabend.